Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum, ich glaube jetzt sechsten Part, jawohl, da hängen wir noch ein bisschen zurück. Nee, der sechste Part ist, glaube ich, heute freigeschaltet worden. Wir sind jetzt im 16. Part. Nicht wundern, ich nehme ein bisschen im Voraus auf, weil ich, ja, wer weiß, ob ich die nächsten Tage dafür auch Zeit finde, um weiter aufzunehmen. Deshalb mache ich das jetzt schon mal. Und jetzt beim letzten Mal haben wir ja hier soweit das Gebiet angenommen und wir müssen uns jetzt Michael Greco schnappen. Nach dem ganzen Wirbel, den du in River Row veranstaltet hast, konnte Vito etwas über Grecos Aufenthaltsort herausfinden. Triff dich mit Vito, um den nächsten Schritt gegen Greco zu besprechen und zu planen und alles Mögliche. Das machen wir doch. Ich mach mich, also, ne, ich bin gleich da. Ist ja Gott sei Dank nicht weit. Perfekte Aufgabe als letztes ausgesucht. Können wir hier gleich runterflitzen. Ja, aus dem Beige, bitte. Ach ja, und nicht wundern, ich habe das Geld, was ich jetzt in der letzten Folge noch dabei hatte, habe ich jetzt erstmal bei der Consigliera eingedingst. Also, ne? Weiß Bescheid. So. Greco ist in dem Haus am Ende des Blocks. Sind viele Nutten drin. Vielleicht leckt er gerade eine Muschi. Hat ein paar Leute dabei? Ein paar Dumpfbacken. Ich gehe nach vorne, du nimmst die Rückseite. Wenn er weg will, schnapp ihn dir. Aber ich will ihn persönlich umlegen. Scheiße. Das sind Leute von Marcano. Lutscher. Schnell zum Auto. Du fährst. Ich gebe uns Deckung. Oha. Die Musik dazu, die passt jetzt auch sehr, sehr gut. So, ich darf jetzt Auto fahren. Ist das... Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist nicht mein kleiner Scheißer. Schnapp dir Greco. Fuck, oh, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach Marcano? Marcano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Außerdem, bis ich Marcano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Oh Gott. Vergesst es, ihr Wichser. Greco gehört mir. Hä? Hallo? Jo. Wollt ihr Arschlöcher für diesen Scheißkerl von Greco draufgehen? Hä? Oh. Wieso hat denn der jetzt abgebremst? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Also. Lenken bitte! Ach, ich habe vorhin schon Platten. Na, das kann ja nichts werden. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich... Ich glaube, schießen kann ich gar nicht, oder? Doch. Ah. Kann aber nichts werden. Ich glaube, das müssen wir dann nochmal neu starten. Oh! Ja, also komm, das hat doch keinen Zweck. Ja, Checkpoint. Nee, Auftrag nicht abbrechen. Checkpoint bitte laden. Weil, also so hat das ja echt keinen Zweck. Weil wenn ich hier mit drei, glaube drei Reifen waren es jetzt schon, die platt geschossen wurden, wie willst du da das hinkriegen? Das klappt ja überhaupt nicht. Das kannst du vergessen. Also starten wir das Ding nochmal neu. Ist das... Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist nicht mein kleiner Scheißer. So. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach Marcano? Marcano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Außerdem, dass ich Marcano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Der dumme Wichser ist gerade aus dem Auto gestiegen. So, das sollten wir, glaube ich, auch mitkriegen. So. Ach, haben wir alle erwischt? Na sehr schön, das hat besser geklappt wie vorher. So. Komm mal her, du Flötenkopf. Verfluchte Scheiße! Wer zum Teufel seid ihr? Ich bin der Nikolaus. Wir müssen ihn wegschaffen, die Bullen sind gleich da. Mach die Tür auf. Rein mit ihm. Oh, das ist...
Einheit. Du musst diese verschissenen Maisfresser abhängen. Ja, natürlich. Was ist passiert? Du hast dich mit dem Falschen angelegt, das ist passiert. Und och, Leute! Ist jetzt mal gut hier? Gott. Leute, aus dem Weg, bitte. Weißt du, die fahren mir auch immer genau vor die Linse. Leg dich nicht auf da hinten, Kleiner. Alter. Wir sind bald da. Das wird ganz schön nervig. Die Cops sind doch an uns dran. Boom, Baby. Ja, ich hab's im Dorf. Gott, verdammt! Aber die Karre, die fährt auch nicht schneller. Echt? Cool. Ah, wunderbar, die haben sich da verkantet auf der Brücke. Das ist schon mal schön. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch hier anlegt, ihr Rattenficker. Arschlöcher! Ihr seid dermaßen am Arsch, Mann! Ja, ist es jetzt mal gut? Ich hab ihn! Hier kommt die richtige Polizei! Gott! Achtung, alle Einheiten! Verdächtiger befindet sich im South Down. Ihr scheint aber mich ignorieren? Wie verbleibende Zeit? 8 Minuten. Ja, Leute, ich muss die Bullen erstmal loswerden. Hallo? Was denkt ihr euch eigentlich? Die stellen sich das ja so einfach vor. Alter. Wollt ihr Geld? Ich kann euch Geld besorgen, ihr Arschlöcher. So weit bin ich ja. Oh Gott, bitte! Was ist denn das hier? Das kann's doch nicht sein. Oh, da kriegt doch wieder zu viel. Der Vito, der schießt irgendwie gar nicht. Oder bin ich da jetzt falsch? Kann der Typ überhaupt fahren? Nein, kann ich nicht. Nervt mich nicht. Schön, ich habe auch keine Munition mehr. Also von der normalen Waffe. Mit der anderen Waffe kann ich ja im Dings hier nicht schießen. Oh. Ich sehe gleich was anderes und das ist dein Tod, du kleiner Schlappschwanz. Hätte wissen müssen, dass du mit drin steckst, Vito, du Schwanzlutscher. Du kannst echt machen, was du willst. Du wirst die Bullen so nicht los. Egal wie schnell du fährst, egal was du machst. Gott. An alle Einheiten. Verdächtiger wurde in der Innenstadt gesichtet. Oh, es piept die Insulinpumpe auch noch. Muss das jetzt sein? Ich hoffe, du hast einen Sicherheitsgurt um, Arschloch. Alter, ich guck gleich nach, ob es irgendwelche Cheats gibt, dass man die Bullen los wird. Alter, ich reicht's mir. An alle Einheiten. Ja, wohin? Zu dir? Ja. Da hinten rum zum Gästehaus. Was dich betrifft, benimm dich ein bisschen. Großer Gott. Hilfe! Verfluchter Fall, hilf mir doch jemand! Oh, Hilfe! Mann! Das gibt's doch wohl nicht. Ja. Das Beste wird, glaube ich, sein, wenn wir jetzt hier vorne rumfahren, weil wenn wir nämlich jetzt hier wieder durch den Radar-Dings durchfahren, das, nee. Also das möchte ich gerne vermeiden. Dann machen wir das lieber so. Achte auf die Bullen. Alter, diese Insulinpumpe, das kann es nicht sein. So,
halt die Schnauze, ich bin hier am Arbeiten. Ich will nicht so, mit diesem Arschloch Entschuldigung auf der Rückbank jetzt angehalten werden. Für die kurze Pieperei hier, ich weiß jetzt nicht, ob man die im Video gehört hat. Scheiße. Aber das ging mir gerade ein bisschen... ein paar Jahre lang dachte ich echt, ich hätte diesen ganzen Jimmy Cagney-Scheiß hinter mir. Aber sieh mich an. Witzig. Hätte ich mehr für so einen Typ wie Edward G. Robinson gehalten. Sieh dich doch selbst an, Junge. Weißt du, Gott hat auch Sinn für Humor. Ein saukranken Humor, aber immerhin hat er Wichser einen. Ja, also den Humor hier habe ich jetzt gerade echt verloren. Weil das war ja schon gerade nicht mehr normal. Alter! Das war wieder so ein leichter, ganz, ganz leichter Rage. Aber das, naja. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Danke. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Da wäre ein Bulle fast wieder vorne ins Auto reingekracht. Aber wenn das wirklich passiert wäre, ich hätte hier... Ich glaube, ich hätte irgendwas auseinandergebaut oder es wäre sonst irgendwas passiert. Dann wäre nämlich Polen offen gewesen. Im wahrsten Sinne. So. Hey, wir haben unser Ziel erreicht. Na, ganz toll. So, Vito, du kannst dich jetzt hier mit Dingens abquälen. Bitte! Ich hab doch nichts getan! Nichts getan? Wolltest du mich nicht umbringen? Das war doch nur, weil Onkel Sal es mir befohlen hat. Der Arsch hat mich nie leiden können, schon klar. Aber das geht für meinen Geschmack eindeutig zu weit. Aber ich wollte doch nicht... Spuck's aus, Mikey. Warum wollte er mich killen? Weil er sagt, dass du ein Schwindler bist. Und du hättest hier nie eine wichtige Rolle spielen dürfen. Soll ich weitermachen? Du hast noch neun. Nein, Scheiße, hör zu. Er hat sich Sorgen gemacht wegen dem Casino, dass du vor Leo und der Kommission rumquatschen würdest. Welches Casino? Du antworte. Onkel Sal hat... Kannst du die Baustelle am anderen Ufer sehen? Er baut ein Casino da drüben, er will seriös werden. Das soll wie ein zweites Las Vegas werden und... Das ist hier verboten. Ach, Scheiße, ja, das weiß ich auch. Darum bezahlt er ja auch eine Menge Geld, damit die Gesetze geändert werden. Wer hängt da sonst noch mit drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, das wäre ich. Hör zu, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Kannst du mich jetzt nicht gehen lassen? Ja, sicher. Verdammte Vollidiot. Ich mach die Schweinerei schon weg. Du brauchst nicht hier bleiben. Aber vergiss unseren Deal nicht. Ich will einen Anteil an allem, was du reinbringst. Ich weiß, wie das läuft. Du kriegst deine Scheißkohle. Manchmal hilft mir eine Frau namens Elmer. Kubanerin. Knallhartes Miststück. Frag sie, ob sie was braucht. Vielleicht ein willkommener Nebenverdienst für dich. Und wo ist sie? Im Lagerhaus. Okay. Was machst du mit ihm? Auch hier brauchen die Fische täglich was zu futtern. Wann ungefähr haben Sie erfahren, dass Herr Marcano ein Casino in der Stadt bauen lassen will? Ziemlich früh. Michael Greco hat Lincoln davon erzählt. Und Lincoln Clay plante, ganz speziell Personen ins Visier zu nehmen, die mit Marcanos Casino-Plänen befasst waren? Sal war knapp bei Kasse. Das Bestechungsgeld für die Legalisierung des Glücksspiels war hoch und er musste die Kommission bei Laune halten. Das hat Lincoln zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er zwang Sal zu ein paar heftigen Entscheidungen. Entscheidungen, die seine Handlungsfreiheit einschränkten. Weißt du was? Wir machen zweimal so viel Schotter mit Heroin, als uns dieses dumme Scheiß-Casino bringt. Vielleicht sogar dreimal. Es geht hier nicht ums Geld. Worum sonst, hä? Alles, was ich von dir höre, ist, du hörst jetzt mit den Entschuldigungen auf, kapiert? Und bezahl deine Scheiß-Schulden. Du hältst das alles hier für Spaß, hä? Mein Fehler, ich hab dir zu viel durchgehen lassen. Statt die Leine kurz zu halten. Das ist kein Spaß. Diese Scheiße klebt an dir und zieht dich runter. Ich habe seit 43 Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Und danach Lucio. Scheiße. Aber wir haben diese Schwanzlutscher dafür gekillt. Und zwar jeden von ihnen. Aber dein Onkel ist trotzdem tot.
Du denkst, dieser Stuhl macht dich zu was Besonderem, hä? Etwas, das dich über diese Scheiße erhebt, hä? Es ist genau andersrum. In ihm hast du nur eine gigantische Zielscheibe auf deiner Stirn. Der Preis für all das ist hoch, glaub mir. Und ich mag ihn nicht mehr bezahlen. Am meisten aber sorge ich mich darum, dass ich mal einen Anruf kriege, dein Sohn liegt tot auf der Straße oder sowas. Und was also erwartest du von mir? Soll ich den Türsteher machen? Den Herren brav guten Abend sagen und ihren Tussen ein bisschen den Hintern tätscheln? Du arbeitest mit mir. Und dann nach 3-4 Jahren, wenn sich alles eingespielt hat, bist du am Drücker. Suchst dir ein nettes Frauchen und machst mir ein paar wunderbare Enkel. Klingt todlangweilig. Es geht nicht anders, Sohn. Die Welt ist im Wandel. Früher kannte jeder seinen Platz. Heutzutage schreien alle nach Gleichheit. Und plötzlich wollen sie alle ein Stück vom Kuchen. Nigger, Iren, Asiaten, einfach jeder. Unsere guten alten Regeln haben in dieser Welt ausgedient. Ja? Erzähl mir bloß keinen Scheiß, Lou. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja. Lincoln Clay ist noch am Leben. Verdammt. Ja. Der nächste Gefallen bei Vitas Verbündeten geht aufs Haus. Das ist schon mal schön. Das ist ein toller Gedings. Schäfchen aus dem Bezirk, Vito zuweisen, natürlich. So. Schnapp Michael Greco abgeschlossen. Sehr gut. Optionaler Auftrag freigeschaltet, rede mit Alma. Rede mit Alma? Ach, das wäre dann hier drüben. Mhm. Ja, also diese Nebenmission, die könnte man dann ja auch noch machen. Wir müssen ja auch noch hier mit dem Emmanuel reden. Das, ja. Doch, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Rede mit Vater James. Geht nicht nur um Makano. Rede mit Vater James über das, was du da draußen tust. Mhm. Könnte man ja leicht so auf den Weg machen, weil wir müssen jetzt ja nach Point Vendôme. Um mit Burg zu reden, um die dritte Person hier an Dings zu kriegen. Ne? Also fahren wir jetzt erstmal zu Papa James und hauen erstmal richtig schön da auf den Putz. Beziehungsweise, warte mal. Mit dem Vater James. Ja, ja, Unterhaltung freigeschaltet. Ich weiß. Scheiße, ich sehe gerade, dass ich falsch laufe. Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. War hier nicht irgendwo eine kugelsichere Weste? Nö. Das ist ja ganz toll. Das ist, ja, schön. Wunderbar. Dann eben nicht. Dann leckt mir doch an die Füße hier. Ich habe ja auch meinen Stolz. So. Alles klar. Dann fahren wir jetzt erstmal rüber zu Vater James. Aus dem Weg. Hab's eilig. So, und jetzt so die nächsten Aufgaben, die jetzt kommen. Also jetzt auch mit dem guten Burke. Das wird... Ja, also das... Ich sag mal, das Irengebiet. Wo ja Burke der... der eigentliche Boss ist. Das ist nicht so ganz mein Fall. Also das, ja. Aber na gut, da gibt es ja verschiedene Meinungen zu. Und jetzt nochmal wegen der letzten Mission. Sorry, dass ich da so einen kleinen Ausraster hatte, aber das ging mir wirklich echt ein bisschen zu weit. Weil du hast ja wirklich alles mögliche versucht. Die Bullen, die wollten mich nicht in Ruhe lassen. Bis es mir irgendwann mal gereicht hat. Na, also irgendwann ist mal gut. Ja, und am besten dann ja immer noch, dass sie
hier alles Mögliche zerschießen können. Die haben ja so viele Wagen hinter mir hergeschickt. Aber man selbst kommt dagegen gar nicht an. Auch wenn man dann hier so eine komische, ja, Kiste unterm Arsch hat, die nicht richtig Gas geben kann. Na, also da gibt es Schöneres. So. Moinsen, ich bin da. Und mal die Tür auf hier. Ich kann es kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich's durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten weißen Frau, einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ich hab dir das nie gewünscht, Lincoln. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. Ist doch ein gutes Leben. Ich kann Leute abknallen. Ich wünschte, ich wüsste, was ich sagen soll, um dich von diesem Pfad abzubringen, mein Sohn. So wahr mir Gott helfe. Das wünschte ich. Ah, alle Tutti. So. Das Gespräch ist gelaufen. Und mir fehlt immer noch eine kugelsichere Weste. Aber das ist egal. Wir reden jetzt erstmal mit dem, ja. Mit meinem lieben Freund Burke. Gott, was ist denn hier los? Großes Polizeiaufkommen? Alter. Aber sonst geht's doch ganz danke, ne? Da ist auch gerade schon wieder einer aufgeploppt. So. Mal sehen, was der irre Ire so zu melden hat. Beziehungsweise ob er überhaupt ansprechbar ist. Wir haben ja auf dem einen Bild gesehen, dass er in manchen Fällen ja, ja, ein bisschen... Ja, ein bisschen so über die Stränge schlägt. Also trinkmäßig meine ich jetzt, ne? So. Ich glaube, da drin sitzt er. Wenn du abhaust, versuch es mit der Hintertür. Okay. Boah, geile Musik. Her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja? Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich hab schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Bennys Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich.
Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Leck mich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Wer da hat, weiß hier auf hat, was mich dämlich an Typen wie du. Verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Fabi, ein Irrer. Du musst Birk überzeugen, dass du es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straßenseite, verführe waghalsige Sprünge und mache ihm klar, wie ernst es dir ist. Klar, krieg ich hin. Hände aufs Armaturenbrett, Motherfucker! Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Hui! Juhu, jetzt wird's spaßig! Sag Bescheid, wenn du genug hast. Ja, das... Ja, gibst du mal Gas? Hallo? Ey, Himmel, ich glaube, ich bepiss mich gleich. Na, sag vernünftig so. So, ja, nur noch mal gucken, wo wir hier ein paar weitheitliche Manöver machen können. Weil ich sag mal, in dieser Ecke ist das ein bisschen schwierig. Heilige Mutter, da lutscht mir doch einer den Schwanz. Nee, danke, kein Bedarf. Nee, also das braucht. Sag Bescheid, wenn du genug hast. Boah, jetzt geht die Straße schon wieder zu Ende. Ich glaub das nicht. Das nicht. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Guck mal, über das Dach können wir auch rüberspringen. Wunderbar. Himmel, ich glaube, ich bepisch mich gleich. Ja, komm, wir fahren jetzt einmal hier ringsrum. Gut, hoffe, komm schon, alter Mann, du bist schon ganz grün und blau, aber nicht vom Whisky. Hui! Du brauchst hier nichts zu beweisen. Ey, komm, die Hälfte haben wir vollgekriegt. Das ist ja schon mal... Toll. Oh, bei dir zieht sich mir doch glatt der Schließmuskel zusammen. So, Geschwindigkeitsübertretung. Na, so langsam geht's ja voran. Himmel, ich glaube, ich bepiss mich gleich. Glückwunsch. Juhu! Jetzt hör schon auf mit der Scheiße. Ich brauch dringend was zu saufen. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Komm mal bei mir vorbei. Wir haben was zu bereden. Vernünftig. Sauf nicht so viel. Was ist dein Problem, Mann? Ich habe jetzt das Problem, dass ich kein Auto habe. Obwohl, hier vorne steht ja eins. Ja, das ist mein neu getarntes. Wenn du abhaust, abgeschlossen. Geil. Story of a Nation once again. Ah ja, trifft dich mit Burke. Schau mal nach, welche Informationen Burke hat, um die Kontrolle über Point Verdun wieder zu erlangen. Ja, und das ist das, was wir jetzt machen werden. Und das passt auch sehr gut. Die halbe Stunde ist nämlich jetzt rum. Dann werde ich mich jetzt in der Aufnahmepause erstmal hier schnell um die Verteilerkästen kümmern, damit die in dem Gebiet schon mal freigeschaltet sind. Und dann werde ich mich bei Birk wieder melden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Tschüssi.